Die Woche war für mich schon amüsant. Also mit True Ja, Fruits, mit Afghanistan, ich das habe nur nicht. gelacht, ey. Ich habe wirklich in einer Tour diese Woche, es war witzig. Du als Gator-Boy, I say see you later, boy. Nee, wir sehen uns nicht later, Tino, wir sehen uns genau jetzt. Ja, Und wenn das es ist sein schön. muss. Wenn es sein muss, ne? Ich ertrage es auch nicht mehr. Nee, es ist sehr schön. Hallo, du sitzt jetzt den zweiten Tag in Folge bei So mir. ist es, ja. Das spoilert auch direkt, dass ein wunderschöner nächster Hörerwunsch am Mittwoch erscheinen wird. True. Aber Hörerwunsch von was denn, Tino? Was erzählen wir denn hier? Wer sind wir denn einfach? Immer diese Cold Openings. Ich habe das erste Mal jetzt einen Brennpunkt eingeschaltet. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Die kommen gar nicht mit, die Leute, ja. Wir sind Robinos Therapu TV. Und, Tinu Ranera. kommt hin Ja. und wir sind ein YouTube-Star trifft einen Parteipolitiker, Schrägstrich Schauspieler, Schrägstrich Katzenmama und wir bewerten oder wir ordnen für euch die letzte Woche ein in einen einstündigen Podcast und haben Ja. auch einen Hörerwunsch. Ihr dürft uns für 20 € ein Thema schicken, Unseren Körper kaufen unseren quasi für Körper eine kaufen, Stunde. unsere Stimmbänder und Münder und Hirne, dass wir eine Stunde über euer Thema reden. Und wir haben noch einige in der Pipeline, haben auch einen aufgenommen gestern und zwar zum Thema freies Thema. Wir haben quasi eure Fragen aufgenommen und Themenwünsche ganz kurz abgehandelt, quasi in Form einer Da Instagram-Umfrage. hat quasi jeder sich kostenlos einen winzigen Hörerwunsch wünschen Ist können. so, ja, wie so Ja. Drogendealer, ja. Die erste Portion ist kostenlos und Ja. dann wollen sie mehr haben. Genau. Haben wir jetzt irgendwie 20, 30 Fragen beantwortet? Die denken sich jetzt alle, oh, das hätte ich das jetzt eine Stunde lang, das wäre so geil. Kein Problem, wir reden eine Stunde über Teletubbies, über Geld, über Ich rede erstmal Hurensäcke. darüber, wie hier schon wieder am Mikrofon hier so ein komisches Gummi hier abgegangen ist. Das So. Kondom, ja. Ja. Jedenfalls das alles und auch heute sind wir in Folge 127, wenn ich richtig gezählt habe. Und es war eine Woche, da, es sind Sachen passiert, aber ich war nicht so dabei zu sammeln. Ich habe nicht viel gemacht. Tino, es ist nicht so viel passiert, ne? Findest du? Also die ganze Schlagzeile voll von oben bis unten mit Afghanistan. Aber Ja. das interessiert dich halt wieder nicht als weißer, privilegierter Cis-Mann. Das ist ein Thema, mal, was ich viel gelesen habe die letzten Tage, aber auch da bin ich nicht so tief eingestiegen, weil ich es einfach traurig fand und Weil ich die nicht wusste. Leute auch nicht so tief ins Flugzeug eingestiegen sind. Nicht wirklich, ja. Nicht Einige tief sind ja genug auf jeden Fall. abgefallen, die haben sich aus Panik, weil sie sich retten wollten von den Es ist. Taliban, haben sich an Flugzeuge geklammert und sind runtergefallen. Es ist halt echt hart, wie wir noch im letzten Podcast so sagen, ja, ich glaube, ich habe das gesagt. Ja, also die meisten großen Städte in Afghanistan sind jetzt eingenommen. Kabul halt noch nicht. Das wird bestimmt jetzt auch innerhalb von 10 bis 100 Tagen passieren. Nee, Stellt sofort. sich raus, es waren 10 bis 100 Stunden. Ja. Und ja, dann gab es halt leider die Bilder, die es da so zu sehen gab, ne? Als Background, die Bundeswehr und auch die US-Soldaten sind aus Afghanistan raus und supporten die afghanischen Menschen nicht mehr. Und nach 20 Jahren kann man sagen, und was sie in den 20 Jahren erreicht haben die Taliban in wenigen Stunden eingerissen mit ihrem fetten, dicken Terroristenarsch. Man kann sagen, das Land Afghanistan ist mittlerweile Afghanistan. Muss man so sagen, ja. Ja. Und die Taliban sind eine ja, islamistisch-terroristische Organisation, die eine Herrschaft anstreben nach dem Sinn vom Islam, aber sehr radikal ausgelegt. Scharia. Scharia sozusagen und ermorden jeden, der ungläubig ist und der sich nicht an die Regeln hält und haben auch schon einige hinrichten Na, lassen. Tino, jetzt kannst du es nicht so verallgemeinern. Nicht jeden. Also ich habe auch gesehen, wie die mit so einer BBC-Reporterin geredet haben, ja, die übrigens mutigen Schrittes daherkam und gesagt hat, seid ihr euch sicher, dass das im Islam enthalten ist, dass Frauen und so und das Ungläubige und so, ja, ist alles im Islam und so. Also die hat halt wirklich da investigative Fragen mit Leuten gestellt, die vor ihr mit Maschinengewehr stehen und sie als Frau, ja, nicht mal komplett verhüllt, sondern man hat ihr Gesicht noch gesehen. Das ist ja Sheesh. ekelhaft. Also, Ja. ich weiß ja auch nicht, wie hässlich diese Frauen da sein müssen, dass die alle diesen Komplettschutz tragen müssen. Ja, und die hat sich da mutig den Fragen gestellt, beziehungsweise selber Fragen gestellt. Und das ist auch die gleiche, habe ich rausrecherchiert, die schon im Fall von Nawalny bei der Wohnung geklopft hat von den Leuten, die ihn vermeintlich vergiftet haben, also die Ausführenden. So, und dann so, Sie ist hey, ich entweder würde sehr gerne mal. mutig oder sehr lebensmüde. Ja, das ist ja nah beieinander, ne? Ja.
Ja, und genauso waren nämlich auch die Leute, die aufs Flugzeug geklettert sind. Mutig, lebensmüde, vielleicht auch sehr verzweifelt Ja. und eventuell auch, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass man in so einer verzweifelten Situation auch gar nicht mehr so hart über die Physik nachdenkt. Dann denkt man so, okay, ja, ich kann mich an einem Auto festhalten, das wird mit einem Flugzeug bestimmt auch gehen. Die werden mich eh hinrichten, da kann ich mich auch an so ein Flugzeug dran ketten und Oder hoffen, das ist halt dass ich. wirklich fast Suizid war quasi. Ja. Aber die Bilder waren echt hart, wie wirklich fast wie in diversen Zombie-Filmen. Wie heißt der eine mit Brad Pitt? Ihr wisst es alle, ich weiß es gerade nicht. Das ist ewig her. Aber so halt diesen Airport gestürmt habe und da Leitern hochgeklettert, Treppen so durchs Fenster rein, aus einem Berg aus Mensch und so halt auch am Flugzeug sich festhalten. Halt tatsächlich auch an der Klappe vom Fahrgestell. Da drauf saßen die. Da weiß man ja auch, okay, wenn Die dieses werden Flugzeug eingeklappt, abhebt, ja. nee, die werden nicht eingeklippt, sondern die Klappe geht runter und die rutschen halt einfach weg. Ach so, Also. ne, weil es auch wohl manche sich an diesen Reifen festgehalten haben, die Ja. dann so reingefahren werden. Wobei das wahrscheinlich noch eher zu überleben ist als außen am Ne, aber Flugzeug. da ist jetzt ein junger Anfänger-Profi gestorben, als er von so einem Reifen zerquetscht worden ist, das was eingefahren ist. Auch in In Afghanistan. Afghanistan und es war alles sehr ungünstig. Und die Menschen fliehen halt von den Taliban, weil sie Angst Aber mit haben. was spielen die denn Fußball in Afghanistan? Mit so Patronenhülsen oder? Mit Granaten, glaube ich. So ganz Ah. großen Granaten. No risk, no fun, glaube ich. Ja. Heißt das bei denen mehr. Und was gab es denn noch genau? Und USA und Deutschland versuchen halt irgendwie Menschen zu retten aus Afghanistan. Und die USA relativ viele, Deutschland erstmal recht wenige. Die hatten dann irgendwie in ein Flugzeug nur 7 Menschen reingepackt, weil sie natürlich alles nach Bürokratie laufen lassen wollten. Sie retten erstmal nur die mit einem direkten Vertrag mit der Bundeswehr und dann erst die mit einem indirekten Vertrag und so. Aber die Taliban unterscheiden halt nicht zwischen direkten und indirekten Verträgen und töten jeden, der für die Bundeswehr gearbeitet hat. Nun, Und jetzt will eben auch ich. Deutschland Flüchtlinge aufnehmen und die AfD hat natürlich wieder sowas gesagt wie, wir müssen die Menschen ortsnah unterbringen und können nicht riskieren, dass sich 2015 wiederholt, weil es ja so schlimm war, weil wir jetzt jeden Tag vergewaltigt werden und abgestochen werden. Ich allein letzte Woche schon 5-mal abgestochen worden und so, bla bla. Und es schüren sie halt wieder die Panik und Angst, dass man Menschen nicht retten sollte. Ja, die alte Leier, ne? Ja. Dasselbe Lied, man kennt es. Aber ich muss an dieser Stelle mal ein Lob für Joe Biden aussprechen und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal mache. Denn der hat für diese ganze Aktion richtig hart auf den Sack gekriegt von allen Seiten. Also seine demokratischen Homies, auch die demokratischen Nicht-Homies im Sinne von die eher links sind, die haben selbst da gab es einige. Ich glaube, die erste, die was gesagt hat, war Ilhan Omar oder so, die vom linken Flügel ihn dann doch mal gelobt hat und natürlich ganz republikanisches Amerika den auch weggebasht. Obwohl dieser Auszug aus Afghanistan ja auch schon unter Trump Genau, geplant war, ja. nur unter Trump nicht konkret, sondern er wollte dann 2000 Leute da lassen. Aber das ist halt kein Rückzug, also das ist kein Abziehen, das ist, ja, wir lassen halt Leute da, so. Das ist halt genau das Gegenteil von da abziehen. Und er hat aber getriple-downed tatsächlich. Er hat nicht gesagt, ey, ich stehe dazu. Er hat dann gesagt, ich stehe immer noch dazu. Und dann hat er gesagt, ich stehe immer noch dazu. Dreimal hat er quasi bestätigt, dass er da voll dahinter steht. Und ich finde das gut, weil, also alleine das jetzt so schnell gefallen ist, zeigt ja, dass diese ganze Aktion und dieses ganze Geld und diese ganzen Menschenleben, die da einfach in die afghanische Wand geworfen wurden, dass das alles umsonst war. So. Und da hätte auch ein Jahr länger nichts dran geändert. Das Einzige, was Absolut. man hätte machen können, ist vorher schon diese Leute da raus evakuieren, also die Unterstützer und so. Aber das wollten halt viele vor Ort nicht. Auch um eine eventuelle Panik zu verhindern und so, wie das halt immer so ist, ne? Aber das hätte man wahrscheinlich besser lösen können. Aber jetzt zu sagen, nee, wir müssen da noch länger bleiben. Also alleine schon, dass die afghanische offizielle Armee sich quasi ergeben hat, ja. Das spricht ja, also du willst doch nicht, also mit welcher Logik sagen die, lass mal unsere amerikanischen Soldaten da irgendwie was machen, was nicht mal die Einheimischen irgendwie beschützen wollen, so. Ja. Die haben ja angeblich 300.000ja, Armeeleute aufgebaut. Es sind auch jetzt sehr viele Videos rausgekommen oder wieder rausgekramt worden, wo man sieht, dass das alles totale Lullis sind, die irgendwie auch keine Lust haben und da überhaupt nicht in der Lage zu sind.
Und ja, auf dem Papier waren es wohl auch nicht 300.000, sondern da wurde ausgenutzt, dass die von amerikanischem Steuergeld bezahlt wurden, diese Soldaten. Also die standen dann da auf dem Papier, aber waren gar keine Soldaten und so. Die gab es Ganz gar viel nicht. noch und deswegen also raus aus der Scheiße, man hätte da gar nicht erst reingehen sollen. 20 Jahre umsonst. Man geht da irgendwie, weil man da Osama bin Laden vermutet, der aber letztendlich in Pakistan gefunden wurde. Die Mission war nie da irgendwie einen Staat aufzubauen. Das war auch nie. Warum sollen die das jetzt so? Egal. Ich rede schon wieder viel zu ernst darüber. Haha, Afghanistan, ha, Leute fallen vom Himmel. Ja, Huhuhu. It's raining men. Halleluja. also Facebook glüht ja auch. Ich bin da ja noch so ein Das bisschen haben wir gar nicht besprochen in hier, ne? diesen Gefilden drin, dass Facebook brennt. Nee, nee, warte gleich, ganz kurz. Die härtesten Bilder waren ja nicht, dass die Leute auf dem Flugzeug zu sitzen sind, sitzen zu sehen sind. Oh Gott, sondern dass es halt auch ein paar Videos gab, wie das Flugzeug einfach irgendwie schon am Himmel ist und dann Leute da so ganz kleine runtergefallen Punkte sind. am Runterfallen sind. Genau, das hat mich erinnert an die World Trade Center damals, wo Ja. auch schon Menschen vor Panik runtergesprungen sind. Aber Facebook hat gebrannt. Ich begebe mich ja ganz gerne mal in diese wilden Gefilde von der Boomer-Generation. Der wilde Westen des Internets ist das Der wilde Westen mittlerweile. des Internets tatsächlich. Haben ein bisschen diskutiert und immer die gleichen Phrasen. Wir können nicht allen helfen. Und die haben sich auch kampflos alle aufgegeben da unten und sind selber schuld jetzt, dass die Taliban da wüten. Also da hast du echt null Verständnis und Leute zeigen überhaupt kein Herz und wollen halt keinen aufnehmen. So, es ist fürchterlich. Und da ist man so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich war kurz davor, ich habe auch einige Kommentare von mir gelöscht wieder, weil ich habe so einen Kommentar, ich Oh. habe einen Kommentar gemacht von mir, ich weiß gar nicht mehr wo, ob es N24 oder Tagesschau war, und da hatte 2000 Likes bekommen, so, also wo ich dann sowas geschrieben habe wie, dass wir endlich mal Menschlichkeit zeigen sollten und cool, dass wir Menschen mitgebracht haben und wir sollten die Grenzen offen halten und so weiter und legale Fluchtmöglichkeiten bieten. Und da gab es dann so viele Hasskommentare gegen mich, die mich markiert haben und an mein Privatprofil noch irgendwie überschwemmt mit Kommentaren, ich wähle AfD, blaues Herz und so, und dass ich ja total schwul aussehen würde und Regenbogen fahren und meine grünen Haare wären ja eklig, Und die wie diese immer. AfD-Wähler haben aber einen guten Gaydar in dem Sinne. Ja, wenn dann Regenbogen fahren im Profil ist, ist es ja jetzt auch kein großes Naja, gut, Wunder. die kann man auch im Profil haben, ohne da irgendwie. Das ist ja, ne? Oder willst du jetzt sagen, die ganzen Firmen, die das dann im Juni auf Twitter machen, dass die alle schwul sind? Vorübergehend ja. Okay. Und ich habe dann gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, hab den Kommentar gelöscht und sämtliche Menschen blockiert, die mir auf meine private Seite geschrieben haben. Weil da hatte ich echt keinen Bock drauf. Dass meine privaten Bilder, was heißt privat, aber meine Facebook-Bilder, die was Schönes sein sollen mit irgendwie, ich zeige Flagge so für Diversität, da will ich kein blaues Herzchen sehen mit, ich wähle AfD, da habe ich die blockiert und rausgeschmissen. Da habe ich keinen Bock drauf. Kann ich nachvollziehen, auch wenn ich bis jetzt das so noch nie gemacht habe, so blockieren und so. Also ich bin da, ich verstehe das, ja, aber also Facebook ist ja auch so eine hässliche Diva, Alter, dass man da nicht den Namen ändern kann. Du wirst jetzt auf unserer Plattform nicht mehr geduldet, außer du sendest uns deinen schönen Perso, Ja. damit wir wissen, dass dein Name auch korrekt ist. Also, ne, Privatprofil sollte ja eigentlich auch Privatprofil sein. Aber hättest du das nicht einstellen können, dass nur Leute, die mit dir befreundet sind, das Profil sehen? Oder willst du das nicht? Nee, ich habe manchmal Beiträge, die auch geteilt werden von Sonneborn oder solchen Leuten. Und da will ich, dass das auch alle sehen können. Deswegen. Hat zwar noch eine Fanseite, aber die weiß nicht, pflege ich nicht so herzlich wie mein Ach, Privatprofil. die Beiträge waren mit deinem privaten Profil auch. Genau. Ach so. Ich sollte wieder anfangen, mit meiner Fanseite in Anführungsstrichen zu kommentieren. Hat vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil ich auch so einen blauen Haken habe. Da wirkt es immer so ein bisschen, Ja. der hat Ahnung oder so, wo ich kaum Der ist Follower AfD-Wähler. Der hat einen blauen Haken. Stimmt, nee, nee, die haben einen roten Haken. Ah, und Auf dem Kreuze. Profil, genau. Ja. Die so einen leichten Haken haben. Okay. Ja, also ich kann das verstehen, aber ich habe dann halt auch Spaß. Wir hatten es ja erst. Spoiler für einen Hörerwunsch. Ich ernähre mich ja von Hass manchmal. Aber ja, Es ist halt so viel, also sag ich mein mal. Facebook-Profil ist halt auch der einzige Shitpost, weißt du? Und wenn du da irgendwie, ich sag mal, jetzt seriös Werbung für einen Regenbogen machen möchtest, dann ist das vielleicht doch was anderes. Ja. Ich bin ja auch nicht so streng. Also ich lasse ja auch kritische Kommentare gerne stehen. Aber wenn es beleidigend wird oder sie für die AfD Wahlwerbung machen, da habe ich keinen Bock drauf. Dann hau ich es raus. Der Rest kann gerne so sein. Ich finde es immer Quatsch, wenn ich irgendwie. Ich habe diesen Beitrag geteilt von dem schwarzen Moderator, der Corona-Leugner war und dann gestorben ist an Corona. Der Rassist. dann seine. Scheiß Rassist. Mit dir rede ich nicht mehr.
gerne. Da rede ich mit mir selbst. Das habe ich halt geteilt, diese Geschichte so. Da haben diese komischen Nazi- oder Querdenker-Leute dann kommentiert, so haha, Geschichte aus dem Paulanergarten und so und Lügenpresse. Aber es stimmt, der ist gestorben an Corona, hat es jahrelang geleugnet, so lange Zeit geleugnet. Und dann schreiben sie halt Lüge hin oder machen so Lachsmilies dazu, obwohl es halt einfach stimmt. Die können gerne meine Meinung dazu irgendwie schlecht finden, aber nicht den Fakt, dass er gestorben ist an Corona. Ja. Geschichten aus dem Ranacher Garten. Ja. Also ich kann an dieser Stelle nur noch mal empfehlen, bevor ich das vergesse, schaut euch gerne mal die Rede von Joe Biden an, als er das dritte Mal bestätigt hat, dass er dahinter seiner Entscheidung steht. Ich fand die wirklich gut und das hat mich erschüttert. Ja. Ich bin kein Biden-Bro, aber das fand ich gut. Nee, ich auch nicht. Also ich habe ja auch von Imp dieses Video gesehen, so alte Aussagen von Clinton und Biden zum Thema Homo-Ehe, dass sie früher noch ganz anders waren und so. Ja, und gut. Und sich jetzt mit dem Wind drehen. Aber das finde ich auch wieder so ein bisschen schwierig. Ja klar, es ist ja schön, dass sie ihre Meinung geändert haben, aber ich nach solchen Videos, wo sie so konkret gesagt haben, nein, die Ehe für alle ist nichts für uns, es ist unchristlich, und auf einmal, 10 Jahre später, sagen sie, dass es voll okay ist, wirkt für mich schon so ein bisschen wie, naja, wir müssen uns ein bisschen mit dem Wind mitdrehen und finden es eigentlich gar nicht so geil. Das hat schon diesen gerade in Amerika glaube ich nicht, dass das auch jetzt unbedingt super Punkte sammelt. Also ich glaube, und keine Ahnung, also das ist halt dein Gefühl, ne? Wie gesagt, ich bin kein Biden-Fan, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr sich halt auch denkt, ja, okay, sollen sie halt. Mittlerweile, keine Ahnung, die ist Zeit ja ändert so. Sich. Also ich finde das dann... Ich finde es schlimmer, wenn irgendjemand mal vor 20 Jahren gesagt hat, alle Schwarzen sollen zerstört werden oder sowas. Weil da sehe ich das eher schwer, einen kompletten 180 zu machen und seine Meinung da zu ändern. Aber bei sowas, wo man einfach vielleicht ein bisschen weltoffener wird, keine Ahnung. Umso beachtlicher sind dann so Leute wie nicht Biden, der andere, der Bernie Sanders, genau, der schon vor 30 Jahren gesagt hat, irgendwie ja, Frauen ins Militär und Schwulenrechte und so weiter. Und vor allem auch Schwule ins Militär. Auch das. Ja. Das ist halt viel beachtlicher, dass es so Menschen gibt, auch wie Gregor Gysi zum Beispiel, der auch schon vor 30 Jahren gesagt hat, so, wir müssen, Flüchtlinge mehr aufnehmen und für die Ehe für alle sein, Frauenrechte, was viele erst nach Jahrzehnten kapiert haben. Aber 2050 darf sich nicht, 2015 darf sich nicht wiederholen, Tino. Ich überlege gerade so ein cooles Wahlplakat mit Zurück in die Zukunft, so die beiden jetzt dann sagen, das darf sich nicht wiederholen, oh Gott. Ja. Das wäre witzig. Was soll sich wiederholen? Also, dass wir Menschlichkeit zeigen, dass wir Menschen irgendwie das Leben retten? Nee, dass Frauen in Köln angefasst werden. Ja, das nicht, das stimmt. In Köln dürfen sich nur Männer gegenseitig anfassen. True. Heteroliebe ist da verboten. Lass doch diese armen Leute einfach mal ihren Balztanz aufführen. Zurück zur Tagesschau. Da gab es nämlich ein richtig virales Video diese Woche, Tino. Hast du es mitbekommen? Das Jugendwort des Jahres soll ja gekürt werden. Ja, ja. Du hast es scheinbar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, welches es geworden ist. Es gibt, glaube ich, noch keinen Gewinner. Ach so. Das ist, glaube ich, noch bis irgendwann September. Aber es gab eine Dame von der Tagesschau, die auch bekannt ist. Frag mich nicht, wer das ist. Kenn ich mich nicht aus. Halt dein Maul. Und die hat alle vorgelesen. In der Tagesschau. Ja. Shish. Digga. Mittwoch. Papatastisch. Richtig Sass. Geil. Sass. Richtig, richtig geil. Also da werde ich auf jeden Fall für meinen Stream auch so ein paar Sachen rausschneiden. Ja. Damit ich die auf Knopfdruck einblenden kann. Ach, geil, ja. Mega gut. Und das wurde richtig hart gemimt diese Woche. Also... Sheesh, wie sie es halt auch sagt. Also sie ist so zwischen, das ist mir unangenehm, aber ich versuche es wirklich mit Inbrunst drüber zu bringen. Ja, aber spätestens bei Papatastisch siehst du ein bisschen, wie in ihr was stirbt. Das ist so, wenn du so ganz seriöse Menschen irgendwie siehst, die auf einmal so Jugendworte sagen oder so ganz verrückte Sachen sagen, das ist dann wie Merkel, wenn die mal Sheesh sagen würde oder Sass oder so. Ja. Das ist halt schon ein Witz an sich, obwohl es gar nicht so witzig ist, aber irgendwie reicht es schon aus, dass man drüber lacht.
An dieser Stelle möchte ich noch mal erwähnen, jeder von euch, der ernsthaft aber papatastisch sagt, der sollte sich immer ganz schnell aus der Existenz rausradieren. Das habe ich noch nie gehört vorher. Ja, das ist halt von Papa Platte so ein Insider. Den haben halt seine Fanboys da zu Tausenden eingesendet und Ach jetzt ist das so. auf einmal ein Jugendwort, obwohl kein Mensch außerhalb dieser Drecks-Internet-Bubble in Deutschland das sagt. Och, Mittwoch. Ja, Mittwoch ist halt so ein Meme, es ist Mittwoch, meine Kerle, aber das ist halt auch schon wieder mindestens 5 Jahre alt. Das war zu Luther-Zeiten schon Jugendwort. Es gab vor 20.000 Jahren gab es schon Mittwochs. Was ist das für Ja, ein Scheiß? dumm. Ihr seid so Boomer, ihr Jugendlichen. Aber Enns haben sie nicht genommen. Enz ist nicht dabei, nee. Also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass Same das Einzige ist, ich als am Puls der Zeit lebender Teenager, Enz wäre vielleicht auch als Witz so witzig, so, aber Same ist meiner Meinung nach das Einzige, was wirklich jetzt gerade aktiv am meisten genutzt wird und nicht irgendwie seine Hochzeit in der Vergangenheit hatte, sowas wie Mittwoch oder Digger, was halt auch schon irgendwie ewig gesagt wird. Loki höre ich gerade sehr Sheesh, oft. Sheesh hat auch, ja, Loki ist aber auch schon wieder irgendwie, oder? Ist für mich auch auf dem Ich absteigenden höre es gerade Ast. sehr häufig. Das ist low-key geil, was hier gerade passiert. Nee, aber das hat's verdient, Sam, meiner Meinung nach. Das höre ich halt auch so öfter von der Jugend. So. Aber Digga und Sheesh war halt groß, Schieß. als Moneyboy daherkam vor 10 Jahren. So. Ungefähr, ja. Deswegen, nee, alles Quatsch, meiner Meinung nach. Und SAS ist ja auch nicht wirklich durchgesetzt gewesen. Es war halt bei Ja. Among Us so ein Terminus, Ja. aber das spricht ja eigentlich keiner aus. Ich habe es noch nicht gehört. Ja, und ich muss auch ankreiden, dass die Jugendwörter an sich halt auch irgendwie, das sind halt jetzt alles Anglizismen, außer papatastisch, was halt einfach verbaler Cancer ist. Aber Das ist ein früher, Papazismus. ja, früher waren diese Wörter halt irgendwie neu und kreativ zusammengesetzte Wörter, weißt du, wirkliche Neologismen. Nicht einfach nur, ah, okay, in England sagt man same, dann sagen wir das jetzt auch. Also was ist denn, wo ist denn eure Kreativität? Seid ihr denn so mit Angst vor Klimakrise beschäftigt, ihr gammligen Generation Z-Leute, dass ihr nicht mal euch einen geilen neuen Neologismus überlegen könnt? Echt Schwach. mal. So. Rantende. Oder so Rente. schöne alte deutsche Worte, die keiner mehr spricht. Hobelschlunze. Hobelschlunze, was ist das denn? Das ist eine Bordsteinschwalbe. Ah. Ich mag das Wort geharnischt persönlich sehr Gar gerne. nicht. Geharnischt. Geharnischt. Ein Harnisch ist so eine Rüstung. Ja. Und wenn man zum Beispiel geharnischt mit guter Laune ist oder geharnischt mit, Ah. weißt du, ich bin heute, du bist geharnischt mit Notizen hier in den Raum reingetreten. Finde ich geil. Stimmt. Ich mag das. Geharnischt. Geharnischt. Ich kenne nur Haarnetz. Ja. Geharnetzt. So, und jetzt richte ich mich nämlich auf, denn jetzt kommt noch eine richtig harte Empfehlung von mir diese Woche. Schisch. Sheesh, sag ich dir, jetzt ist hier schon wieder heimlich eine Sprachnachricht abgespielt worden. DNSL heißt der Kanal. Daniel Sun nennt er sich ganz gerne mal. Hat ein absolutes Epos diese Woche hochgeladen. Und ich muss hier eine Empfehlung aussprechen. Daniel ist ein Internet-Troll, einer der besten, die ich kenne, der sich immer in so Minecraft, Second Life, Rust und so, in solche Spiele, wo auch, also nicht jetzt so Call of Duty-mäßig, weil die ganze Zeit geschossen wird, sondern so Aufbauspiele oder halt eher so ein langsames, ja. Da schleust er sich ein und ja, ich kann es gar nicht beschreiben, was seine Magie ist, aber er ist immer ganz ruhig und macht aber so ganz leichte, so mild inconveniences, sage ich mal, so ganz leichte, so Unannehmlichkeiten für die Leute und treibt die so Stück für Stück zur Weißglut. Es ist richtig großartig. Und jetzt hat er bei Second Life ein 30-Minuten-Video gemacht, wo er einfach nur in das Haus, also Second Life nehmen die Leute, die das spielen, wirklich ernst. Das ist kein Spiel, das ist mein zweites Leben. Heißt ja auch so. Genau. Und alles, was er macht, ist in ein Haus reinzugehen, wo halt Leute gerade irgendwie zu viert eine kleine Feier feiern oder was auch immer, halt reden und reingeht und sagt, hey, ja, ich wollte mir das Haus mal angucken. Und die so, nee, das geht nicht, geh so raus. Und er geht halt immer wieder rein, dann guckt er am Fenster, nee, ich hab gesagt, du sollst weggehen. Und dann gibt's halt auch eine Maklerin in diesem Spiel, Leben, was auch immer, und dann guckt er sich in der Nachbarschaft die beiden Häuser links und rechts davon an
und zieht dann halt tatsächlich in das Haus nebenan ein, offiziell, und sagt dann: Hey, ich bin jetzt euer Nachbar. Kommt halt wieder in das Haus. Ich bin jetzt euer Nachbar. Das ist eine Willkommensfeier. Hallo. Und er geht halt immer wieder hin. Und die rasten einfach nur aus die ganze Zeit. Es ist so gut. Und am Ende der Payoff, ich will es gar nicht spoilern, ey. Also, das klingt jetzt wieder falsch, aber das sind fast alles farbige Menschen, die da wohnen, ja. Und am Ende machen die eine Hasstirade auf diesen Menschen und bringen da auf einmal Rassismus rein, der da überhaupt keine Rolle bis jetzt gespielt hat. Aber die so: Ja, nur weil wir schwarz sind, kommst du jetzt hier rein. Und dann packen die eine Rassenlehre da aus. Es ist einfach so geil. Und alles, was er halt gemacht hat, um das auszulösen, ist halt in dieses Haus reinzugehen, in das digitale Haus von Leuten, wo Avatare drinstehen. Es gibt ein Hausrecht, auch im Second Life. Es ist so großartig. Also, DNSL. Also DNSL einfach Will ich mir nur. aufschreiben, warte. DNSL, das Ja. klingt lustig. Weil ich Dann kenne so. auch Second Life tatsächlich. Es wurde Ja. mir mal empfohlen. Ich habe es mir runtergeladen, habe es nicht verstanden, wieder gelöscht. Ja, Wie sehr bei allen gut. Spielen, die ich so empfohlen bekomme. Habe mir aber so ein paar Let's Plays angeschaut und es sieht witzig aus. Und es hat mir sagen lassen, dass es sogar so Sexpartys gibt Ja, dort. ja. Und das fand ich richtig wild. Man kann da auch, also das macht er dann letztendlich auch, ich will halt nicht zu viel spoilern, so. Aber er sitzt dann halt, weil das so absurd wurde, wie die ausrasten, hat er sich dann am Anfang halt einfach nur aufs Sofa gesetzt, während im Hintergrund die ganze, ja, der Scheiße, und dann reden die mit der Maklerin, nee, mach doch mal was, der geht hier nicht weg und so. Und irgendwann findet er es wahrscheinlich auch so lächerlich, dass er dann einfach auf dem, wie sagt man, Kitchen Counter hier, so auf der Theke von der Küche, einfach nur so Fickbewegungen alleine macht, während die da im Hintergrund ausrasten. Es ist so fucking gut. Also, das ist so mein Video-Highlight der Woche gewesen. Das nehmen Menschen echt ernst, dass sie Das nehmen halt die richtig ernst. dann machen die auch so Kaffee, frühstücken Ja. dort im Second Life. Er hat auch schon mal was von Second Life hochgeladen, wo eben auch gerade zwei Leute irgendwie Sex haben oder halt zu tun mit Animationen. Und ja, er kommt halt in den Raum und fragt so: Hey, what are we doing? So, und die bumsen halt gerade. Das ist alles so gut, Alter. Also, der hat auch kürzere Videos. Vielleicht steigt man mit einem kürzeren ein, bevor man sich diese halbe Stunde reinzieht. Aber mega gut. Super geiler Kanal. Ja. Super geiler Hashtag gerade eben. Auf Platz 1 war Hashtag Monte Garten. Monte Garten. Monte Garten. Und zwar Montana Black ruft euch dazu auf Twitter unter dem Hashtag Monte Garten eure Gärten zu posten. Da werde ich mal meinen versüfften Balkon Mach mal. hinschicken. Und er will darauf reagieren morgen im Stream. Also für euch quasi gestern oder heute. Ich weiß Ja. nicht. Also ich habe halt echt die Wahl. Fotografiere ich meinen versüfften Balkon? Fotografiere ich diese Kartoffel, die da seit 3 Jahren vor sich hinschimmelt? Fotografiere ich diese 4 ineinander gesteckten Aschenbecher? Oder fotografiere ich Jesus Christus? Aber den müsste ich dafür extra auspacken. Oder dein Garten der Lust. Oder mein Lustgarten, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall werde ich diese Chance eventuell nutzen. Aber ist den Leuten nicht langweilig? Also, warum ruft man seine Follower dazu auf, seinen Garten zu posten? Also, Moment, Tino. Ich muss ja erstmal sagen, Montana Black, du kriegst eine richtig fette Klage. Denn ich habe bereits vor 3 Jahren oder so, kurz nachdem ich mit Twitch angefangen habe, habe ich die Zimmer der Zuschauer bewertet. Ja? Habe ich mir die live im Stream schicken lassen und habe dann gesagt: Hier, guck mal, das ist da und da und das spricht hier für diese Persönlichkeit. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen. Das Von ist mir aus großartig. Zimmer, es ist was Persönliches so, wo Ja. man wirklich auch Gegenstände sieht und Bücher und so ein Scheiß. Aber einen Garten, komm. Vielleicht hat der Monte jetzt einen schönen grünen Daumen bekommen oder so. Weißt du, der ist ja gerade, der Frauen ist jetzt abgehakt. Oh ja, feels like heaven. Sagt er jetzt nämlich nur noch zu seinen Gärten. Das ist aber nett von ihm. Ja. Oder er war zur Bundesgartenschau in Erfurt und ist da jetzt so angefixt davon, dass er jetzt alle schönen Gärten sehen will. Ja. Hey Dame, darf ich deinen Garten sehen? Wink, wink. Ja, Zwinker, das zwinker. ist jetzt der wichtigste Hashtag der Woche, Heute, gerade vor 5 Minuten, als ich ja. reingeschaut habe, war das der Hashtag des Tages. Ja, wo wir gerade bei ganz, ganz wichtigen Sachen sind. Das Alphabet, mit dem man zählt, nicht zählt, sondern, also, ja, wenn man Dinge Schreibt, buchstabiert. ja. Nein, das Alphabet, mit dem man zählt, ist eigentlich auch ein richtig guter Satz gewesen. Das war schon wieder ein guter Brainlag. Nein, das Alphabet, das man verwendet zum Buchstabieren eines Wortes, wenn es nicht ganz klar ist, wie es geschrieben wird. Ach so, Baby Bertha und Genau. so, Das Baby soll nämlich Gamma. jetzt ersetzt werden durch Städtenamen, weil in diesem, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber ja, in dieser Aufzählung nur, ich glaube, sechs
oder acht Frauennamen oder so sind und der Rest Männernamen und das ist nicht divers genug. Ach so. Tino, du als Speerspitze des Kampfes an der vordersten Front ja, ganz der vorne. Gleichstellung. Ja. Was sagst du dazu? Höre ich zum ersten Mal. Ja. Also es gab schon öfter solche Abänderungen, dass es wohl auch jüdische Namen gab, dann im Dritten Reich nicht mehr, da wurden jüdische Namen rausgenommen, dann wieder reingenommen und so. Also es gab öfter schon Veränderungen und es hat früher oder später keinen mehr gejuckt irgendwann. Und es wird hier genauso sein. Ja, meine Einstellung dazu ist auch so ein bisschen who the fuck cares. Ja. Denn ich verwende das eh nie. Also selbst wenn ich weiß, dass es das gibt, aber wenn ich das so verwenden würde, würde ich immer irgendeinen Namen sagen, der mir gerade einfällt und nicht einen, den ich auswendig lerne in so einer Liste, Alter. Oder so ganz abgefahrene Wörter. Tino, T wie Tripper, ja. I wie intersexuell, N wie N-Wort und O wie Obama. N wie N-Wort ist sehr gut. Ich hatte da, ich hatte im Stream irgendwas, da habe ich das nämlich auch mal so buchstabiert und da habe ich auch irgendwas, oh fuck, vielleicht weiß das noch einer von den Zuhörern, aber irgendwas war richtig witzig. Da war ich wieder so richtig witzig. Da habe ich sowas wie F wie Fluglotsenkabinett, aber es war was ganz anderes. Ja, ja. Aber weißt du, was ich meine? Es war ganz lustig, glaubt mir. Da muss man dabei gewesen sein. Es können eh alle machen, was sie wollen. Gern kann die AfD ja irgendwie... Die macht die Dritte Reich-Edition mit sagen, Himmler. Nachher machen mit so Dritte Reich-Leuten. Ja, den größten Stars, Hitler, Himmler und Goebbels und so. Und der Rest kann ja einfach Frauennamen nehmen oder Männernamen oder gar keine Namen. Oder Staubsauger, Hersteller, Firmen, ist egal. Vorwerk ist der einzige, der relevant ist. True. Danke. Meine Oma bezahlt mich hierfür nicht. Wofür bald nicht mehr bezahlt wird, ist Sexual Content auf OnlyFans. Das ist ja schon eigentlich fast die Nachricht der Woche, oder? Ich finde schon, das ist für mich der virale Hitler eigentlich schon, weil OnlyFans ist ja so eine Plattform, auf der Content Creator für Geld Content anbieten können. Ja. Und das gibt's für Musik, für Poesie, für Fotografie, aber eben auch, und das ist der größte Markt, soweit ich weiß, für Pornografie, sehr viele auch Promis, die nicht mehr relevant sind, haben angefangen, ihre Penisse und Vulven und Vaginen zu posten. Gegen Geld oder auch richtig Sexvideos, Masturbationsvideos und dadurch ist OnlyFans richtig groß geworden und das schmeckt denen irgendwie nicht mehr. Wegen Investoren, Werbepartnern, keine Ahnung, wollen sie jetzt Sexual Content ab Oktober verbannen. Das ist die wichtigste Phrase in diesem ganzen Monolog, den du hier hältst, Tino. Das liebe gute Geld hat diese Entscheidung mal wieder getroffen und nicht, wir müssen irgendwie die Kinder schützen vor pornografischen Inhalt oder was auch immer. Nein. Aber die kriegen auch eh Geld davon, die Plattformen. Ja, aber die Investoren, Pornografie hat halt immer noch gerade in Amerika ein Stigma. Wir in Amerika, wir konsumieren keine Pornografie. Mhm. Nacktheit finden wir ganz blöd. Nur in unseren Musikvideos. Da ist zwar ein kleiner Schnipsel über Muff drüber und über Nippeln, aber also Nacktheit finden wir echt unangenehm. Das ist nicht gut. Also wir müssen doch auch so eine Entscheidung irgendwie mit Zukunft treffen. Ich meine, OnlyFans gab es schon länger, aber seitdem es halt Pornografie drauf gibt, ist die Seite explodiert, ja. Ja, und die Nutzer sind jetzt nur noch Lonely-Fans. Oh, das ist voll traurig, das Wort. Ja. Lonely-Fans. Aber weiß ich nicht, ich finde es lächerlich, also ich verstehe es nicht. Bei Tumblr war es ähnlich, dass Tumblr auch dann für Pornozwecke gebraucht worden ist und dann haben sie es auch verbannt und seitdem sind auch die Zahlen da wieder irgendwie rapide gesunken. Und OnlyFans machen den gleichen Fehler. Also ich glaube, dass Pornhub jetzt in diese Sparte reingrätscht mit nacktem Schritt. Denn die sind da ja eigentlich immer gut hinterher, was PR angeht und sowas. Und die werden so eine Chance sehen. Die werden das wahrscheinlich dann nicht Pornhub-Fans oder so nennen, um das nicht zu krass zu machen, aber schon irgendwas in diese Richtung. Die Popo-Fans oder sowas, weißt du? Ich glaube da, also gut, vielleicht heißt es nicht Fans, vielleicht gibt es da Probleme mit Urheberrecht, aber... Fanhub, ja, zum Beispiel. Das ist gut, Tino. Danke. Das ist gut. Du solltest bei Pornhub anfangen. Sagen mir viele, aber aus anderen Gesichtspunkten. Ah, okay. Ja, und ich denke mal, wenn die es nicht machen, macht es jemand anderes, weil welche Plattform gibt es sonst so? Also Hardcore-Porn auf zum Beispiel... Patreon darfst du, glaube ich, auch nicht posten. Wollte ich gerade sagen, Patreon gäbe es ja auch. Ist es auch Es gibt noch verboten? Steady, es gibt noch irgendwas hier, Coffee, irgendwas, bla. Coffee to go. Ich weiß nicht, entweder einer von denen wird jetzt richtig groß oder
Pornhub steigt eben irgendwie auf. Es ich bleibt ich spannend. Denke schon, dass die da reingehen und drinnen bleiben. Hast du jemals einmal einen rumrühren? Hast du jemals einen bis Cent? Saft. Hast du jemals einen Cent bezahlt bei OnlyFans? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich habe auch so viele gute Memes die Woche gesehen. Internet Warriors. After they notice they have to type boobs in Google now to watch nude content oder so. Mm. No! Also, ich verstehe den Aspekt des Unterstützenwollens, ja, aber ja. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Es gibt so viel Free-Porn-Stuff im Internet, ja, dass ich halt nicht raffe, wie man Geld bezahlen kann. Aber ich finde es eigentlich ganz gut für die, die es createn, ja, für die Menschen, die halt diese Pornos drehen und produzieren. Das ist ja auch irgendwie ein Job. Ja, so. Ich meine auch nur, also die Leute, die sagen, die nutzen OnlyFans, weil sie die Person supporten wollen, und die Leute, die es wirklich aus diesem Grund machen, das ist keine sehr große Schnittmenge. Mhm. Ich glaube halt einfach, die Leute haben da, keine Ahnung, vielleicht wirklich halt Fan kommt ja von fanatisch, also dass die Person wirklich irgendwie gefressen haben. Ich brauche jetzt nicht irgendeine, ich brauche die, weil man irgendwie dann doch eine persönliche Bindung dazu hat oder so. Aber fanatisch ist auch noch so eine Steigerung von Fan, würde ich sagen. Ja, aber es kommt doch davon. Weiß ich nicht. Egal. Ja, und das, also, ja, aber also, ich möchte nicht, dass die jetzt irgendwie von der Industrie ausgebeutet wird. Deswegen mache ich jetzt, helfe ich dir jetzt bei OnlyFans. Nee, es ist, finde halt, ja, finde ich auch legitim, aber ich glaube, das machen die wenigsten so, die sagen sich halt, oh, die Alte, die ist besonders geil, oder die verfolge ich seit die 15 ist, Alter, jetzt baller ich da rein, die ist gerade, habe ich nämlich durch Zufall getroffen, habe ich auch in die Oase gepostet, das war nämlich eine Dame, die, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren oder sowas, hat die irgendwann meinen Namen mal lustig ausgesprochen bei Twitch. Hm. Bin ich reingeradet oder was auch immer und ich wollte klippen, aber das ging nur für Follower. Hm. Bin ich halt mal reingefolgt und die war halt zwischendrin immer nicht live, keine Ahnung. Und vor ein paar Tagen habe ich halt gesehen, die ist live und ich so, hey, wer war das nochmal? Guck so rein. Ah, okay, das war die. Und sehe halt unten 18-year-old Content Creator. Stellt sich heraus, wirklich instant, als sie 18 war, hat sie halt mit OnlyFans angefangen. Hm. Was halt jetzt vor kurzem erst war, die wird jetzt Umsatzeinbrüche haben, du. Das kann sein, tatsächlich, ja. Da hat die sich jetzt wirklich jahrelang, hat die Hände reibend drauf hingebibbert. Hm. Und jetzt, shit, keine Nudes mehr. Ach, die Arme. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir auch sagen lassen, habe ich natürlich nur gehört, dass es auf Reddit auch so Materialtausch gab von OnlyFans-Konten, dass irgendwie, wenn Aaron Carter zum Beispiel seinen Penis gepostet hat bei OnlyFans, ist bei Reddit dann umsonst gelandet, weil es irgendwer dann geleakt hat und so. Das gab es dann auch. Also es gibt ja ein paar Apps, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ne? Aber ich kenne ein paar Apps, der Covid-Pass zum Beispiel auch, da kannst du in App keine Screenshots machen. Ja. So, aber also du kannst ja selbst dein Handy zur Not abfotografieren. Also wenn irgendeine Person Zugang zu deinem Bild hat, dann gibt es das garantiert auch irgendwo im Netz. Auf jeden Fall. Ja. Schön. Ich finde es schade, weil ich dachte, dass es so eine coole Plattform ist, wo halt Leute, die so Content createn, auch bezahlt werden und die sich so eine Fanbase aufbauen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht, ob sie eine neue Plattform finden oder ob doch noch eingelenkt wird. Ich habe noch einen guten Titel, aber ich glaube, dass der halt urheberrechtlich wieder relevant sein wird. Pornly-Fans. Ist sehr nah dran, ne? Ja, ist sehr nah dran und ist, glaube ich, zu explizit. Ich glaube, der Appeal von OnlyFans war auch, dass jeder wusste, ah, okay, das ist ja, die hatten OnlyFans. Aber nicht nur. Ja, richtig. Und nach außen hin hat es halt nicht dieses, wenn das jetzt der Porn-Buddy heißen würde oder so, wüsste halt jeder, was los ist. Ja. Aber so OnlyFans, ja, okay. Oder PornoVZ. Ich glaube, das war auch ein clever gewählter Name auch einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, was auch ein clever gewählter Name ist... Keine Ahnung. Ich hab's versucht, Tino. True Fruits. Ja. Ist ein großes Thema. True Fruits haben auch einen schönen Namen. Das ist eine Smoothie-Firma und die sind schon öfter aufgefallen mit ihren sehr plakativen Wortwitzen, die auch als Sexismus und Rassismus eingestuft worden sind. Und die haben jetzt Flaschen rausgebracht mit allen Parteinamen, die im Bundestag sitzen, also FDP, AfD und so weiter, und haben diese Parteiprogramme quasi drauf gedruckt auf die Flaschen, also so Auszüge davon, um halt zur Bundestagswahl was beizutragen und als Menschen wählen gehen. Und Edeka haben das halt abgelehnt und gesagt, danke für die Lieferung,
die AfD-Flaschen haben wir zurückgeschickt, denn bei uns ist kein Platz für rechte Sachen im Regal. Ich finde das super, dass du endlich da bist und mir das beschreiben kannst, was da passiert ist, weil ich habe ein Foto gesehen von so einem, wieder irgend so ein AfD-Politiker, keine Ahnung, der da irgendwie sich drüber lustig gemacht hat oder ich weiß es, ich habe es halt echt einfach nicht verstanden. Da war halt ein Bild, wir haben rechts keinen Platz im Regal oder Genau, so und da war genau. dann diese einzelne AfD-Flasche und dann rechts daneben stand aber, sind alle Parteien aufgelistet und da stand drüber, wir haben keinen Platz im Regal für politische Aufklärung oder sowas. Das hat dann True Foods, glaube ich, gepostet, weil die fanden das dann nicht gut von Edeka, dass sie die AfD-Flaschen Okay. nicht annehmen wollen. Mit der Begründung, dass sie die AfD auch scheiße finden, aber sie halt wollen, dass man informiert ist über die Bundestagswahl. Und ich muss sagen, es ist beides legitim zu machen. True Fruits, aber auch Edeka. Ich finde, beide handeln irgendwie richtig. Aber ich bin eher auf der Edeka-Seite, weil ich finde, auch die dürfen sich aussuchen, was sie für Sachen verkaufen wollen in ihrem Sortiment. Und ich finde, man sollte die AfD nicht gleich behandeln wie alle anderen Parteien, weil die sind nun mal in meinen Augen rechtsradikal. Und die darf man gerne ausschließen. Das ist Ja, meine ich Meinung. finde sowas halt immer schwierig, weil das halt die Leute verfestigt, die aus so einer Trotzreaktion in dieser Ecke sind. Ist mir scheißegal. Okay. Ohne Spaß, ich finde es, dieses Nazis muss in Demokratie auch aushalten. Das Nee, ist erstens ich Bullshit. rede halt nicht von Nazis. Ich Ich schon, ich rede. rede von der AfD. Ja, richtig, aber ich rede von den Leuten, die nicht Nazi-Nazis sind, ja, sondern halt vielleicht so ein bisschen. Weil die halt auf dem Dorf leben, die haben noch nie einen Schwarzen gesehen, die denken sich, ach, das ist hier dieser der Boogeyman, von dem man da immer hört, so, Genau. den lasse ich nicht ran. Ich habe da so eine Schauergeschichte aus Köln gehört, die haben da 500 Frauen zerstückelt und so. Diese Leute meine ich, ja, die aber vielleicht gar nicht so, weißt du, die jetzt nicht sagen, ich hole jetzt hier meine Hakenkreuzfahne raus und dann geht's los. Und dann Und geht die die, Oma aber in Edeka, holt sich so ja, eine Smoothie-Flasche, liest dann AfD und und dann sagt die, na, jetzt wähle ich die oder was? na, die lesen dann das Programm auf deren Flaschen und denken sich, oh, der Smoothie war aber lecker. AfD? Aha. Was will die AfD? Ja, cool, die wähle ich jetzt. Weißt du? Kann ja auch sein, dass wenn du die AfD normalisierst, dann wählen die auch mehr Leute. Und ich will nicht, dass Also, die normalisiert wird. wenn der kleine Mann und die kleine Frau, ich weiß jetzt nicht, was genau da drauf stand, ob es wirklich 1:1 das Wahlprogramm war oder Ja, was auch immer, doch. okay. Auszüge davon. Ja, Auszüge, Auszüge Unkommentiert. davon sind ja auch schon wieder, also da kann man auch undokumentiert schon Meinungsmachen machen, theoretisch, Haben die ne? aber nicht Wenn wir gemacht. jetzt nur die negativsten in Gänsefüßchen Aspekte. Egal. Aber wenn man als kleiner Mann oder kleine Frau sich das durchliest, sollte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man die eher nicht wählt. Nee, es ist Werbung für die AfD. Ich finde es nicht gut. Okay. Ich finde, man sollte Ich das. akzeptiere das. Also, ich bin da so ein bisschen. Fickt euch alle. Ist mir scheiße. Egal. So. Aber, ja. Also ich finde es allgemein nicht so geil, wenn man irgendwie auf seine Flaschen so Parteiprogramme draufdruckt. Auf der anderen Seite finde ich es auch wiederum gut, dass man die Menschen irgendwie informiert. Auch die Leute, die vielleicht nicht jetzt googeln würden nach Parteiprogramm FDP, die Linke, die halt sich zufällig einen Smoothie kaufen, dann lesen, was die Linke eigentlich will, ist Ja. ganz cool, das dann zu unterscheiden. Aber ich habe ein Problem damit, wenn die AfD normalisiert wird. Das ist, glaube ich, mein Ja, Standpunkt. und ich glaube, ich weiß, was mich jetzt so ein bisschen an der ganzen Sache gestört hat, dass eigentlich durch die Aktion von Lidl, was war es, Lidl? Edeka. Edeka, ist mir alles egal. wenn ich Dinge immer nicht weiß, sind sie mir egal. Kenne ich. Dass durch diese Aktion wieder eigentlich Wahlwerbung für die AfD gemacht wurde, weil dadurch ist sie wieder in den politischen Diskurs gerückt, obwohl die gar nicht irgendwie die größte Partei gerade ist, sondern irgendwie, ich glaube, bundesweit bei 10% oder sowas. Ungefähr, ja. So, und ist nicht FDP zum Beispiel auch bei 10% gerade in den Umfragen, Guck plus hin. minus. So, aber die AfD ist halt 500% mehr in aller Munde, so, durch solche Aktionen. Und das finde ich halt einfach richtig dumm. Das finde ich ist halt dann richtig Werbung für die. Aber man darf Und ja auch nicht deswegen ein Ziel alles verfehlt in durchgehen. dem Man darf ja Sinne. auch nicht alles durchgehen lassen der AfD. Nur deswegen. Das Du sage ich ja musst trotzdem ein nicht. Statement machen und sagen, ich finde die scheiße, ich will Ja. ihre Flaschen nicht. Tschüss. Ja. Dann machen sie halt Werbung damit, ist mir egal. Aber das Statement ist für mich viel wichtiger zu sagen, Edeka sagt, zeigt die rote Karte den Rassisten. Finde ich viel cooler. Ja, aber also, sie hätten ja auch einfach die Flaschen weglassen können, aber die haben ja dieses Plakat gemacht, oder? Dieses wir haben im Genau. rechten Dings. Ja. Und vielleicht hätte man das auch einfach weglassen können. Und steht halt, ja, ich weiß nicht, dann wäre wieder in eine andere Richtung der Shitstorm. Es ist schwierig, Dann aber es ist wäre so alles ein. dumm. Warum wird diese Partei diskutiert, als hätte die 80% bei den Umfragen, weißt du? Das ist halt so dieses Ding. Weil sie für viele Menschen sehr rechtsradikale
Ich verstehe. Also, Punkte haben das und. Das war mehr und so eine rhetorische Frage, ja. Tino. Warum muss das sein? Ja? Nee, weil sie halt so Punkte wieder aufgreifen, die wir eigentlich vergessen wollten: Rassismus und Ausgrenzung. Und Hitler. Und Hitler. Und trotzdem so gute Wahlergebnisse haben. Ich meine, in Sachsen sind die stärkste Kraft, ja. In manchen Wahlkreisen. Ja, es wird vielleicht doch einfach Zeit, dass wir uns von Bayern und Sachsen verabschieden. Aber Thüringen ist auch nicht besser. Naja, plus minus. Ich weiß, hier, die alten Leute haben uns nochmal vor Dingen bewahrt, so, aber Thüringen, komm. Wir haben Goethe und Schiller, das braucht Deutschland. Wir hatten Goethe und Schiller, jetzt haben wir Höcke. Goethe, geil. Schiller, Höcke, ja. Ja. Ja, Tino, wo wir gerade da wieder sind, dann muss ich doch nochmal kurz was zu Afghanistan sagen, bevor ich das wieder vergesse. Weil das Erste, was ich natürlich wieder gelesen habe bei den ganzen Bildern. Wo sind denn die Frauen und Kinder? Wo sind sie denn? Und das ist immer, da könnt ich wieder durch den Bildschirm lang. Ja. Weil das ist für mich so eine, wenn man alleine sich das mal logisch herleitet, wenn du als alleinstehender Mann in Afghanistan bist und nichts zu verlieren hast, dann wirst du auf diesen scheiß Flughafen gehen und versuchen zu flüchten. Wenn du aber ein Haus mit Familie hast und dann irgendwie hier einen Zweijährigen, da einen Dreijährigen, dann wirst du, glaube ich, nicht mit diesen beiden Drecksfenstern auf ein Flugzeug klettern. Ja. Unterm Arm. So. Also alleine dahingehend ist ja schon logisch, dass bei diesen Bildern zumindest Kinder auch ein bisschen weniger zu sehen sind. Und auch bei Frauen, klar, da ist es natürlich auch ein bisschen Teil dessen, dass die Frauenrolle da ein bisschen eine schwierige ist. Mhm. Die Taliban hat ja jetzt auch erst gesagt, nee, die Frauen werden schon Rechte haben im Rahmen vom Scharia-Gesetz, wobei Scharia ja auch nur Gesetz heißt, egal. Das wird schon gehen und jetzt haben sie aber zum Beispiel weibliche Nachrichtensprecher und so auch schon verboten, also das ist alles Quatsch. Und da ist halt ein bisschen noch ein schwieriges Frauenbild und da ist es auch ein bisschen klar, dass wenn dann eine Familie oder ein Pärchen zu Hause ist, dass die auch wahrscheinlich eher da bleiben und das versuchen, als dass jetzt der Typ alleine geht. Gibt es bestimmt auch, ja, dass die dann ihre Frau zurücklassen. Aber selbst in diesen Fällen kann es ja dann genauso gut sein, dass er versucht, irgendwie Hilfe zu kriegen und dann Geld zurückzuschicken oder so. Habe ich auch schon mit einigen Leuten geredet, bei denen das genauso ist. Das gab es halt auch so. Ich kenne persönlich auch Geflüchtete aus Syrien oder auch aus Marokko, die halt von ihren Familien geschickt worden sind. Ja. So klassisch, so halt den jungen Mann, der es halt am ehesten schafft zu flüchten. Warum schicken die denn nicht die 12-jährige Anoush, hä? Dass die das Geld ran schafft und zurück nach Afghanistan schicken? Ja. Warum machen die das nicht, Tino? Wo sind die Frauen und Kinder? Oder Oma Aisha, warum schicken die nicht? Ja, ja, also ich weiß nicht. Ich habe auch auf den Bildern Frauen und Kinder gesehen. Ja, ich auch. Erst recht im Flugzeug. Es gab ja dieses eine Bild von dem Flugzeug, wo 800 Leute oder sowas drin sind. Hast du bestimmt gesehen. Ja. Habe ich ein sehr witziges Meme gesehen. Da haben die so ein DJ davor gefotoshoppt. Ja, witzig. Ja, tut mir leid, ich finde sowas witzig. Ich kann an der Situation da vor Ort nichts ändern. Dann kann ich zumindest damit umgehen, indem ich sage, ah, guck mal. Ich habe letztens einen schönen Satz gehört von jemandem, der betroffen ist. Der meinte, dass halt solche Memes, klar, erstmal witzig scheinen, aber das ist ins Lächerliche ziehen, die Not der Leute. Das war so sein Punkt. Ich sehe, durch so ein Bild sehe ich die Not da nicht weniger. Ich spreche in diesem Fall nur für mich. Und übertrage das nicht auf die Allgemeinheit. Ja, das teilen dann wieder irgendwelche Cops in Polizeichats so oder irgendwelche Rechtsradikalen in ihren WhatsApp-Gruppen, teilen das dann mit haha lustig. Ja, die werden doch nicht mehr rechtsradikal durch solche Bilder. Ja, aber sie peitschen sich aber auf dadurch. Ja, glaube ich nicht. Oder du kennst doch von Imp auch diese Aufkleber, die so wie der Islamische Staat aussehen, wie ihre Fahne. Das habe ich meinem einem sehr guten Freund gezeigt, der aus Syrien kommt, der war voll erschrocken. Was ist das? Bist du jetzt IS? Sag ich, nee, das ist so eine Karikatur, irgendwie so ein Witz von einem Bekannten von mir. Nee, das ist scheiße. Das ist echt mir weggenommen, zerrissen, weggeschmissen. Da war richtig böse, ja, auf mich. Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die Krebs haben und dann bei Ricky Gervais im Publikum sitzen und sich denken, oh, das ist gerade unangenehm. Aber trotzdem ist das ein legendär guter Stand-Upper. Ja, ich meine, ich bin ja auch nicht so krass empfindlich, aber ich verstehe schon die Menschen, die betroffen sind, dass sie es halt nicht witzig finden. Manchmal gucke ich auch so drauf. Das ist doch auch was anderes, Tino. Man geht doch nicht hin. Ach, guck mal, ein kleiner Afghane. Dem zeige ich jetzt mal dieses Bild. Guck mal, haha. Das macht doch ja, keiner. Darum geht es doch ja nicht. Auch nicht. Ja, nee, gut. Ist ja klar. Da sind wir uns ja einig. Guck mal. Nee. Es ist doch nur in dem Sinne, guck doch mal. Du siehst so ein Bild und das ist halt irgendwie unangenehm und dann beschäftigt dich das vielleicht oder du hast es im Tag und dann siehst du so ein Bild, wie es das ein bisschen für dich persönlich nur etwas entmachtet erstmal. Und dann kannst du damit besser umgehen.
So. Das heißt aber nicht, dass du das nachher, dass du dann plötzlich sagst, ah, den Afghanen, denen geht's ja gar nicht so gut, die haben wenigstens David Guetta da. Das sagt ja dann keiner so. Ja, vielleicht schon. Die Frage ist ja, sollen solche Memes uns denn überhaupt beruhigen? Ist es nicht besser, das irgendwie zu verschärfen und das mehr ernst zu nehmen? Nee, also so ist der Mensch auch nicht aufgebaut. Du kannst nicht jeden Tag, da gehst du ja komplett zerstört durch die Welt. Wenn du den ganzen Weltschmerz jeden Tag nochmal multipliziert auflastest, da geht ja gar nichts mehr. Ich sehe es ja im Prinzip genauso. Ich meine, ich mache auch Satire halt, weil ich halt mit den Dingen selbst fertig werden will und es verarbeiten möchte und das Thema zum Gespräch machen will. Und das schaffen solche Memes ja irgendwie auch. Das definitiv, ja. Ja, das wollte ich nur nochmal sagen. Guck doch mal, ich habe da vorhin ein feuriges Plädoyer gehalten für die Frauen und Kinder. Ja. Also so indirekt. Hast du schön gemacht. Ja. Was auch noch viral gegangen ist diese Woche, war ein Video von Boston Dynamics. Kennst du? Nee. Ach so, Tino, was macht ein Boston Dynamics? Boston Dynamics ist ein sehr dynamischer Mann aus Boston, der macht so Skate-Videos, wie er ganz dynamisch so Figuren macht und Flips und so weiter. So Pirouetten. Pirouetten, und so. Genau, und ja. 360. Du bist wirklich sehr nah dran, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du den Mann ersetzt durch einen Roboter und das Skateboard durch einen Hindernisparcours. Also 1:1, was ich gesagt habe. Richtig. Es ist halt wirklich ein ziemlich geiles Video, weil, also es ist so für mich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sieht es übelst weird aus, dass die Roboter, also die machen halt wirklich so Parcours über so Hindernisse und rollen und machen dann auch einen Backflip und so. Mhm. Es sieht super spooky aus, weil die sich so menschlich bewegen irgendwie. Auf der anderen Seite überlege ich mir auch, ist es denn wirklich erstrebenswert? So nach dem menschlichen Vorbild gibt es nicht irgendwie eine Art, guck mal, ein Affe zum Beispiel ist ja auch viel wendiger eigentlich als ein Mensch. Warum machen die jetzt spezifisch jetzt hier so dieses Menschenähnliche? Um sich identifizieren zu können. Vielleicht so. Wir hätten auch Harry Potter als Affen machen können, aber es wäre halt nicht so cool gewesen, weil man sich nicht identifizieren kann mit einem Affen-Potter. Nee, ich glaube einfach nur, weißt du, ein Roboter, der irgendwie 8 Beine hat, kann wahrscheinlich besser über Gelände manövrieren als ein Mensch, der 2 hat. So. Mhm. Egal, das war nur mein Gedanke dabei. Und ist halt ein ziemlich geiles Video, weil du halt wirklich beeindruckende Manöver siehst, die aber vorprogrammiert sind. Also das ist nicht so, komm mal hier so schnell wie möglich von A nach B, sondern es ist schon eher so eine Performance. Ja. Und sieht aber super gruselig aus irgendwie, weil du halt genau solche Videos von irgendwelchen Parkour-Künstlern auf Instagram schon 1000 Mal gesehen hast. Und nur in echt halt. In echt mit Robotern halt jetzt, ja. Genau. Ja, das ist ja viral gegangen. Das wollte ich nochmal ansprechen. Nie gehört. Bald überrennen sie uns. Ja, die Roboter. Hm. Schlimmer kann es nicht werden. Wenn der Punkt gekommen ist, wo die Roboter sich untereinander selber schneller Dinge beibringen, als wir denen beibringen, dann ist vorbei. Die Gefahr sehe ich gar nicht ich mal. Auch nicht. Ich sehe es auch für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist wirklich sehr Science-Fiction-mäßig. Ja, das sagen ja viele so. Ja, künstliche Intelligenz und so wird uns mal einen Strick drehen. Glaube ich nicht. Hm. Also, ja gut, ich calle vieles, was nicht eintritt, aber das würde ich nicht nachvollziehen können, dass es passiert. Ich glaube, das ist auch schon wieder eine Weile her, aber da habe ich mir mal irgendwie einen Vortrag drüber angehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber da hieß es auch, dass eine KI auch für sowas wie Emotionen oder so einen Körper bräuchte, aber die KI an sich, ich weiß nicht, da erzähle ich jetzt zu viel Quatsch. Wir sehen uns in den Kommentaren, Leute, genau. Aber das ist halt, weil es auch irgendwie hieß, dass KI irgendwo dahin kommt, dass sie halt menschliches Verhalten nachahmt, aber es wäre halt nur ein Nachahmen und nicht ein wirkliches, also es wäre nur eine Simulation, es wäre nicht real und dass sie auf jeden Fall irgendwie einen Körper dazu bräuchten, also einfach nur ein Computer, der da so rumsteht, könnte das gar nicht, keine Ahnung, so ungefähr, Jahre her. Aber beeindruckend, dass man das so hinkriegt einfach. Ja, ich hoffe, dass diese Art von Fortschritt in irgendeiner Form was bringt und nicht einfach nur, ja, guck mal, cool, weil, guck mal, aktuell ist es so, Dein Job wird von einer Maschine ersetzt und es ist in erster Linie, oh, jetzt muss ich einen neuen Job finden. Scheiße, was mache ich jetzt? Also so nicht vom Individuum gesehen, sondern allgemein. Ja? Das ist ja so die Grundstimmung. Oh, jetzt hier schon wieder eine Maschine, die meinen Job ersetzt. Was mache ich, was mache ich? Und eigentlich sollte es ja sein, oh, eine Maschine, die meinen Job ersetzt. Jetzt habe ich mehr Leben für mich. Aber so. Auch weniger Geld. Das sollte es halt eben nicht sein. So bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, keine Frage. Zum Beispiel. Ja. Egal, aber das nur so als kleine Sache. Ich wollte noch einmal unseren allerbesten Freund ansprechen, der auch im Hörerwunsch am Mittwoch zum Thema wird. Nämlich, was muss Armin Laschet machen, damit wir ihn wählen? Das ist eine sehr spannende Frage. Die wir ganz klar beantworten. Richtig. Und
Da habe ich auf Twitter gelesen, dass der Armin Laschet jetzt eine große Feier plant, mitten im Anrollen der vierten Wette. Welle. Zum, ja, die Welle, vierte Wette, ja. Die vierte Wette. Wetten, das ist wieder am Start mit Armin Laschet als Host. Wetten, dass Armin Laschet ein schlechter Bundeskanzler ist? Ja, Wette gewonnen. Top, die Wette geht. Nee, zum 75. Geburtstag des Landes will er eine NRW-Party machen mit 1000 Gästen. So. Hashtag Laschet-Welle. Perfekter Zeitpunkt. Vierte Welle. So. Muss das sein, Dino. Ich habe auch einen schönen Gag geschrieben auf Facebook gestern, ob sich Nena schon auf die neue deutsche Welle freut. Hm. Ja. Das ist gut, ne? Doch, kann man machen. Danke. Ja, Laschet, ich weiß, es ist wieder so ein Ding, ey. Wir haben eine fucking Pandemie. Was macht der? Schmeißt eine Party mit 1000 Leuten. Hm. Ich habe auch schon erste Stimmen gelesen davon, dass innerhalb der CDU und auch CSU Stimmen laut werden, dass die Laschet vielleicht wieder abziehen sollten und Söder vorschicken sollen. Weil alle kacken gerade ab in der CDU, alle Wahlergebnisse. Oder also Umfragen. Na, wenn die wirklich abkacken, dann lass den Laschet bitte ganz vorne an der vordersten Front stehen. Ja, also wenn die Wähler nicht zur AfD rübergehen oder zu irgendwelchen anderen komischen Parteien, who knows. Ich weiß nicht, ob mir Söder besser gefällt, aber er hat zumindest mehr Format und ist ein bisschen intelligenter als Laschet. Das kann es doch auch nicht sein. Natürlich also. Nicht. Ich weiß nicht, ob der Goebbels mir besser gefällt. Aber der ist populärer, der Söder, als Laschet. Ja, aber ist scheiße. Verpisst dich. Verpisst euch alle. Ich rede ja auch nur aus der Sicht der CDU und CSU. Stell dir mal vor, CDU unter 5%. Wow. Das wäre nice. I can get only so erect. Ja. Aber ja, kann schon gut sein, dass ein nicht kleiner Teil da zur AfD abwandert. Weiß ich nicht. Aber ja, das spricht ja auch schon wieder Bände für die CDU. Oder auch mehr zur CDU gehen, weil ja viele auch Merkel nicht gut fanden. Und jetzt, wo halt wieder so ein konservativer Vollidiot wie Laschet da Vorsitzender ist. Luschet. Die Lusche. Kann ja sein, dass jetzt viele AfD wieder zur CDU zurückkehren. Hm. Kann ja sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Aber es ist eher so ein... Es ist nicht so ein freudiges Erwarten gespannt, auf jeden Fall. Bundestagswahl. Mhm. Es ist mir gestern, also vor 2 Tagen, so richtig bewusst geworden, dass bald Merkel nicht mehr Kanzlerin ist. Das ist so komisch. Eigenartig, ne? Ja. Deine gesamte Erwachsenenzeit ist ja Merkel. Kann man sagen, ja. Mhm. Danke, Merkel! Schon hart. Und ich habe noch ein wichtiges Thema zum Schluss. Ja, es ist ein Nischenthema, ja. Es ist Wrestling, okay? Aber... warte. CM Punk, das ist ein Wrestler. Ja. Der ist gestorben, weil... der von einem Käfig gesprungen ist, auf einen Tisch drauf und der Tisch war aber angesägt von Ric Flair. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist, geboren worden. Er ist so lebendig wie nie. Es ist der Wrestling-Super-GAU, aber im positiven Sinne für viele Wrestling-Fans, denn CM Punk war in der WWE, in der großen Hauptliga, so ein riesiger Star, ja. Mega populär, beliebt, gut im Ring, gut am Mikrofon und wurde von der WWE verschmäht irgendwie irgendwann und wurde genau, sorry. Er war ein Leuchtturm des Profi-Wrestlings. Mhm. Und 99 Schläge ins Gesicht hat er ausgehalten. 99 gefühlte Wrestling-Titel hat er auch gewonnen. Mhm. Ist unliebsam dann aus der Company geflogen, mehr oder weniger. Und stand dann im Krieg mit der WWE und wurde dann auch... 99 Kriegsminister und er. Gerne. Aus der Historie gelöscht. Ja. Von der WWE. Jetzt hätte er nie existiert. Und es gab immer schon so CM Punk-Rufe bei der WWE, weil sie ihn zurückhaben wollten. Und CM Punk hat gesagt, nach der WWE werde ich nie wieder wrestlen. Die haben mir das so versaut, so vermiest. Das hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Er ist fast in eine Depression abgerutscht deswegen. Er war verschwunden für 7 Jahre. Und es gab ganz oft so kleine Hints, er würde wieder zurückkommen und so. Und dann gab es immer so große Enttäuschungen, wenn es dann doch nicht so gewesen ist. Und es gibt ja diese Konkurrenzliga, die ganz große, AEW, All Elite Wrestling, wo ganz viele ehemalige WWE-Superstars sind. Ric Flair, Big Show, Mark Henry sind da. Ric Flair ist ja nicht im Rollstuhl langsam? Nee, noch nicht. Okay. Chris Jericho ist da, Dean Ambrose, die ganzen großen Stars von früher sind jetzt da. Und wir hatten ein Riesenproblem für die WWE, weil die schon bessere Einschaltquoten haben zum Teil als WWE. Und gestern Nacht war AEW in Chicago, der Heimatstadt von CM Punk, und es gab wieder Gerüchte. Wird CM Punk nach 7 Jahren ins Wrestling zurückkehren und dann zum Konkurrenten der WWE? Und die Show begann und es ertönte die Musik von CM Punk. Alle rasten übelst aus. Gänsehaut des Todes, ja, bei allen Leuten. Menschen haben geweint, bevor er überhaupt auf die Bühne trat. Und er kam auf die Bühne.
in den Ring rein. Alle haben geheult, alle lagen sich in echtes. Kann man als Nicht-Wrestling-Fan nicht verstehen, aber es ist wie, als würde Michael Schumacher zurückkehren. So komplett in Bandagen. Hey, komm, kleine Runde noch. Wird aber nicht Formel 1 fahren, also nicht für Ferrari fahren, sondern wird jetzt fahren für. Trabi. Trabi, genau. So eine Art, so, weißt du. Und er hat dann eine Promo gegeben, also im Ring eine Rede gehalten, dass er irgendwie die WWE irgendwie jetzt, dass sie ihn das vermiest haben, viele Zeit, dass er wieder zurück ist und Bock hat und er ist wieder zurück, CM Punk. Riesending. Und ich bin von allen Leuten in die Kommentare geschrieben bekommen, die für die das also auch krass ist. Okay. So, wie das geil ist. Ich würde gerne wissen, wie viele Wrestling-Fans es gibt, die das gerade mega feiern. Ich war mega Gänsehaut. Ich kann dazu sagen, ich habe heute nichts versäumt, denn ich habe nicht von CM Punks Rückkehr geträumt. Schade. Aber ja, also es klingt schon geil. Das ist, weißt du, ich glaube, ich kann mich da reinversetzen. Das ist wie wenn nächstes Jahr letztendlich mal Dragon's Dogma 2 angekündigt wird. Wahrscheinlich. Wieder erwarten. Ja. Endlich. Da fieber ich ja sehr drauf hin. Das wird so ungefähr gleiches Kaliber sein. Nice. Ja. Muss auch dazu sagen, dass CM Punk sagt, er wird nie wieder wresteln in seinem ganzen Leben. Das war auch noch so ein wichtiger Punkt. Mhm. Das halt noch, macht es nochmal viel, viel krasser alles. Das ist. Ich bin und hat er jetzt wenigstens, hat er bunte Haare oder ist das so wie nee, bei Punk Cyberpunk? Ist, quasi, nee, Punk ist ja so im englischsprachigen Raum eher sowas für so, hey Punk, was willst du von mir? So Abschaum, so bla bla. Mhm. Und er ist eben so ein Straight-Edge-Typ, hat so schwarze Haare hinten gegelt, bisschen wie Falco, kann man sagen. Abschaum, sagst du. Also könnten wir eigentlich die ganzen Nazis in Deutschland Punks nennen. Nee. Im Englischen. NS-Punks sind das dann. Genau, NS-Punks. Oh Gott, oh Gott. Aber gibt's ja Nazi-Punks, so, ja. Die auch so Irokesen haben und so. Aber statt, also, und dann Hakenkreuz-Buttons tragen, statt Regenbogen. Oh shit, da muss ich eine Real-Life-Story noch auspacken hier zum gerne, Ende, was mir gerne diese Woche passiert ist. Auch so ein Szenario. Da war ein netter, farbiger Mann auf dem Bauhausplatz, der da Inline-Skates gefahren ist. Die Rollschuhe sogar, also die, ne, zweispurig. Und, ich habe aber da gefilmt. Vielleicht bin ich auch jetzt wieder der Rassist. Musst du mir gleich sagen, ja? Sag ich dir gleich. Ich habe mich gefilmt, wie ich das halt öfter mal mache. Da steht das Handy halt irgendwo rum. Und er ist halt immer wieder durch mein Bild durchgefahren. Ich weiß nicht, ob er es nicht gecheckt hat oder so. Also ich vermute, er hat es nicht gecheckt. Und einmal habe ich halt meinen Trick geschafft. Und er ist aber gerade wieder durchs Bild gefahren. Und dann habe ich ihn böse angeguckt, so. Aber nicht, also nicht wirklich böse. Krass, ich habe so, ich habe halt von der Anstrengung, vom Trick, guckt man halt so hoch, guckt zum Handy und sieht, da läuft jemand. Ich habe nicht nett geguckt, sage ich mal, aber ich habe jetzt nicht übelst wütend aggressiv oder sowas. Und da hat er mich mit so glasigen Augen zurück angeguckt und dann dachte ich so, oh scheiße, denkt er jetzt, dass ich ihn hasse wegen seiner Hautfarbe oder so, weil er das Handy da wirklich nicht gesehen hat. Ich hätte ja auch was sagen können, aber die Male davor, als er vorbei ist, habe ich halt den Trick nie gemacht. Es war halt so immer so in dem Winkel, dass ich es nicht genau gesehen habe. Und ja, da dachte ich mir, nee, ich glaube, es gibt keine Nazi-Skater. So habe ich mir da gedacht. Und das weiß der bestimmt. Das ist jetzt meine These. Es gibt keine Nazi-Skater. Das ist meine These. Es ist so, Tino. Wenn du einmal in diese Szene also wenn du halt wirklich drin bist, natürlich nicht jetzt hier irgendwie so ein Lulli, ja, ich habe auch schon mal auf dem Brett gestanden, sondern wirklich aktiv in der Szene bist, ja. Da kannst du kein Fremdenfeind sein. Das geht nicht. Ich habe alles gesehen, Robin. Es gibt überall Rassisten. Ne. Ja. Nennt mir Nazi-Skater. Okay, schicke ich dir. Okay. Ich recherchiere. Ansonsten sind wir langsam durch, oder? Ich glaube schon. Müssen auch langsam. Du hast ja nur einen begrenzten Zeitplan, wie es halt immer ist bei diesen Schauspielern. Aktuell ist es hart. Der Sommer ist sehr hart. Die Woche war für mich schon amüsant. Also mit True Fruits. Ja, mit Afghanistan. Also ich habe nur gelacht, ey. Ich habe wirklich in einer Tour diese Woche, es war witzig. Ich rede von True Fruits und Edeka und OnlyFans und CM Punk. Ja, das ist meins, was ich amüsant fand. Und Afghanistan war sehr, sehr traurig, aber auch sehr, sehr wochenfüllend. Das ist ein sehr großes Thema. Ja, also bei Afghanistan ist für mich ein bisschen eine kleine Schwierigkeit bei der Bewertung, ja. Wir bewerten ja die letzte Woche und die fängt ja montags an. Mhm. Ich habe so das Gefühl gehabt, die härtesten Bilder gab es am Sonntag. Mhm. Aber am Sonntag ist ja unser Podcast auch schon draußen. Also weiß ich nicht, in welche Woche ich das jetzt zählen soll. Also wo packe ich jetzt diesen Extrapunkt drauf für die fallenden Menschen? Ich muss sagen, ich finde es auch noch nicht so richtig krass. Also ich bin jetzt nicht im letzten Dreiviertel so. Ich bin jetzt noch nicht im letzten 5/7 von dieser 10er-Zahlenfolge hier.
Weil ich finde, klar, es ist witzig mit Ruth Roots, aber auch kein riesen Fauxpas jetzt oder Ja, Riesenskandal. ich würde halt sagen, wir geben diese Woche zum Beispiel eine 7 oder so, oder eine. Ich bin bei 6 eigentlich eher, Ja, sage ich jetzt. also die Afghanistan-Bilder sind halt echt schon hart. Also ich mache hier meine Späße, aber es ist schon echt krass. Ich hätte, gut, dann da gehen wir auf, was, 6 hast du, 6,5? Ich finde auch 7 okay Nee, mit ich hätte halt gesagt, wir Afghanistan. machen jetzt hier 6,5 oder so. Ja. Treffen uns da Okay. und geben aber nochmal 0,5 auf letzte Woche drauf für den Sonntag. Okay, dann also eine 7. Ne, also ich hätte rückwirkend letzte Woche kriegt halt einen mehr. Also Ach 0,5 so, mehr. ah, okay, verstehe. Ja. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Okay, mach mal so. Gut. Sehr gerne. 6,5, Leute. Damit können wir uns doch alle anfreunden. Ich denke auch. So. Aber Afghanistan hat tatsächlich gerade Widerstandskämpfer, die irgendwie schon drei so Gebiete wieder eingenommen haben. Also. Die haben nicht alle Bock auf Taliban, auch wenn es mal so eine Statistika-Umfrage gab. Kann ich vielleicht auch mal verlinken, wir wissen alle, ich mache es eh nicht. Ja. Und da stand Google drin, dass selber. 99% der Afghanen das Scharia wollen oder die Scharia. Aber eigentlich das, weil wenn es einfach nur Gesetz heißt, müsste es ja das Scharia sein. Egal. Wollen Sie Gesetze? Das, Oh. der Nutella. Das Nutella. So, der Nutella. Nee, Das heißt das? ich sag die Nutella. Dumm. Egal. Echt dumm. Die ist L Da kannst du gleich ins A Nutella ist sagen. eine weibliche Endung. Das muss die sein. Die Ella, die Nutella, ganz klar. Nein, das Die Nutella. Nuss-Nougat-Creme. Dann ja, aber ja, kurz und nicht. Egal. Nutella. Auf jeden Fall gibt es da Widerstandskämpfer. Es gab auch richtig krasse Proteste von ganz vielen, auch nur Frauen, die zum Beispiel auf die Straße gegangen sind und so. Ich drücke da alle Daumen, die ich finden kann. Ja. Dass die vielleicht sich ihr Land in irgendeiner Form zurückholen. Alter, das Wichtigste haben wir gar nicht besprochen. Diese ganzen Taliban-Videos, die irgendwie die neue Welt für sich entdecken. Die waren das erste Mal in einem Fitnessstudio, machen da völlig falsch an den Gewichten rum und so. Oder sind auf dem Rummel. Das haben wir alles gar nicht besprochen. Das waren ja die geilsten Da Bilder. fehlt noch so Bubble-Tea-Bilder Ja, irgendwie. es ist wirklich richtig absurd. Auf der einen Seite denkst du, das sind übelst abartige Mörder und Terroristen einfach. Und auf der anderen Seite weißt du halt, dass die letzten 20, ach, viel mehr Jahre, dass die nur Krieg in ihrem Land kennen. Die hatten keine Kindheit. Und jetzt ist irgendwie aus deren Sicht das Land endlich befreit und die gehen auf einen scheiß Rummel, auf ein Kinderkarussell und fahren da auf Pferden im Kreis. Die wissen gar nicht, wie das ist, so wenn mal Frieden herrscht und Ja. so ein bisschen westliche Werte verbreitet Also werden. das war das Allerabsurdeste, wenn du dann auf einmal fast Mitleid kriegst oder das niedlich findest, Oh. aber auf der anderen Seite sind es halt abartige Mörder, die irgendwie die Ungläubigen enthaupten so. So ein Taliban auf dem Schaukelpferd, Ja. so oh, und Popcorn essend. Ja, hartes Ding auf Ohne jeden Fall. Cola Light. Ich hoffe, dass die afghanischen Kinder, die jetzt heranwachsen, dann mal sowas wie eine Kindheit haben dürfen. Das wäre sehr sweet. Viel Glück euch, Friedenskämpfern und Freiheitskämpfern und Widerständlern. Und im Zweifel schick mal halt wieder die Amis rein mit der Demokratie, ne? Kein Die Ding. nächsten 20 Jahre. Sondern So. wir kommen mal vorbei, machen einen Podcast. Ja. Podcast für Frieden. Ja. Das wäre doch schön. Danke fürs Hören. Das war's für die Ja. Woche. Ich habe jetzt auch meinen Seelenfrieden, denn der Podcast ist vorbei und ihr haltet alle die Schnauze da draußen. Ruhe Heute jetzt! ist Brunnenfest in Bad Berka. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Fakt der Ja, Woche. doch, Gehst du doch, da jetzt schon. noch hin, Da oder gehe ich jetzt was? hin. Ach so. Ja. Na dann viel Spaß beim Brunnenfest. Euch noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns am Mittwoch wieder zum Oh, Hörerwunsch. bin sehr gespannt, wie Die ihr Musik reagieren ist so werdet. laut. Tschüss, bis nächste Woche, liebe Leute. Selbe Welle, selbe Stelle.